Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hi, ich sitze hier mit Concordias Top-Torhüter Tim Erdmann, der A-Verbandsliga, und wir beide tippen jetzt den 7. Spieltag der A-Junioren-Verbandsliga. Genau, das hat ja schon mal gut geklappt. Tim, fangen wir an. Rahlstedter SC gegen den TuS Berne. Also Rahlstedt ist ja in sehr guter Verfassung momentan. Also auch wenn John Lucas bei Berne spielt, Top-6er, glaube ich, dass Rahlstedt das Ding gewinnt. Macht der ein Tor? Schwer zu sagen. Ich tippe mal ja. Das schafft er. Sagen wir 3-1 für Rahlstedt. 3-1 für den Rahlstedter SC. Weiter geht's. SC Sperber gegen SC Viktoria. Ich weiß nicht, über Sperber weiß ich nicht so viel. Aber ich glaube, Viktoria gewinnt 2-0. 2-0, souveräner Sieg der Gäste. SC Alstertal Langenhorn gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld. Beides keine schlechten Mannschaften. Aber ich tippe auf Alstertal. Aber nur knapp. 2-1. 2-1. Ein Standardergebnis, aber von dir hören wir es zum ersten Mal. Weiter geht's. Concordia gegen Oststeinbek. Dein Ex-Club, Tim. Ja, kenne ich natürlich sehr viele Leute. Auch wenn sich da jetzt zu diesem Jahr auch einiges getan hat. Auch aufgrund, was in der Herrenmannschaft passiert ist. Aber Concordia ist auch eine sehr starke Mannschaft, glaube ich. Und ich glaube, Concordia macht das. 3-1. 3-1. Du kassierst eine Bude? Ja, weil der Oststeinbek hat immer noch mit Danny guten Offensivspieler. Und wir werden alles tun, natürlich zu Null zu gewinnen. Aber wir werden sehen, was passiert. Mein Ziel ist natürlich, zu Null zu spielen. Na klar. Da sind wir gespannt. Ja, weiter geht's mit Halzenbek-Rellingen gegen Kurslack Neuengamme. Tim. Ja, Halzenbek haben wir schon gegen gespielt, auch gegen Kurslack. Ich glaube, Niki von Kurslack wird die Abwehr von Relling schon auseinandernehmen. Und ich glaube, da wird das Spiel fast im Alleingang entscheiden mit 3 Toren zum 3-1 wieder. Hattrick also und wieder ein 3-1. Eisenbahn Hamburg gegen Hedlingen. Ja, ich glaube, das wird ein souveränes 2-0. Für Eisenbahn. Ganz klares 2-0. Torschützen vielleicht? Schwer zu sagen. Möchte ich jetzt nicht benennen. Okay, gut. Machen wir weiter. Letzte Partie. SC Vorwärts Wacker gegen den Eimsbüttler TV, Tim. Ja, also Wacker hat sich ja sehr schwer getan. Trotz Christian Galatzka, dem Top-6er. Aber ich glaube, dass sie jetzt in dem Spiel die Kurve kriegen und ihren ersten Saisonsieg, glaube ich, einfahren mit 1-0. 1-0, ein Weitschuss von Christian Galatzka. Auch ein guter Freund von dir? Ja, sehr guter Freund von mir. Und deswegen muss er treffen. Okay. Vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns und sind gespannt auf die Tipps von Tim Erdmann. Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.